Ja, moin Leute, ganz kurz hier ein Infovideo für euch, was so die nächsten 2 Wochen stattfinden wird. Ihr wisst, Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Besinnliche Feierzeiten, wenn man so will. Na gut, Silvester zählt jetzt nicht wirklich dazu. Aber wie dem auch sei, ich möchte jetzt nicht groß rumquatschen. Heute am Sonntag, den 22.12., gibt es einen Livestream von 18 bis 21 Uhr. Wenn ihr das Video jetzt danach seht, habt ihr Pech gehabt. Ja, nächste Woche am Montag werde ich Tomb Raider Underworld starten. Was dann aber auch leider wieder pausiert wird, denn am 24., 25. und 26. gibt es nur 2 Videos täglich. Das heißt Cold 4 und Demon's Souls, auch Dragon's Crown mit dem Medi wird pausiert. Dann geht's weiter, am Freitag, den 27. kommt wieder alles wie gewohnt. Ihr kennt das, 28. sowieso. Am 29. gibt es auch nochmal einen Livestream, unter der Woche leider nicht in der Weihnachtswoche. Dann nächste Woche Montag, auch nochmal normal, Dienstag, Mittwoch, das heißt 31. und 1. gibt es keine Videos, gar keine Videos von mir. Das heißt absolute Funkstille von meiner Seite aus, denn ich bin die ganze Zeit nicht zu Hause, 31. und 1. Von daher, ja, gehe ich da einfach von mir aus, denn da will man es halt knallen lassen, so das letzte Mal im Jahr 2013 auf den Putz hauen und da will ich persönlich keine Videos schauen. Am ersten sind sie eh alle verkatert, zumindest die, die Alkohol trinken. Von daher wird sich da auch nicht viel ergeben. Und verkatert Videos schauen hätte ich persönlich auch keinen Bock. Dann am Donnerstag, ganz normal geht's weiter. Am Freitag gibt's auch wieder einen Livestream, den 3.1. Ebenso auch am Sonntag, den 5.1. Ihr wisst, mein Computer ist ein bisschen kaputt. Will sagen, der hat seinen Zenit erreicht. Jetzt geht's nur noch bergab. Und zwar rasant, denn er geht andauernd aus. Ich bekomme Bluescreens, Freezes. Ich hoffe einfach, dass er die Zeit übersteht. Auf jeden Fall denke ich, wenn ich meinen neuen PC habe, dass am Freitag dann den 3.1., dass da Dark Souls kommt, die Challenge wird dann weitergeführt, weil dann kann ich es vielleicht auch endlich mal flüssig spielen mit dem neuen Rechner, weil das ist dann einfach besser und für euch vielleicht auch ein bisschen besser zum Zuschauen, denke ich, weil mich nervt das so ein bisschen. Naja, wie dem auch sei. Liebe Leute, ich wünsche euch eine besinnliche Feierzeit im Kreise der Familie oder Geliebten einfach. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da eine schöne Zeit habt und natürlich dann auch wieder dabei seid im neuen Jahr. Wenn noch Fragen sind, stellt sie gerne in die Kommentare, dafür sind sie da. Und ansonsten, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns heute Abend im Livestream oder irgendwo anders unter den Videos in den Comments. Ich freue mich auf euch. Liebe Leute, macht's gut und bis dahin, tata!